hochprozentiger Scheiß, Mann. Ja, hallo und willkommen zurück zu einer neuen Folge Let's Play Minecraft zusammen mit Nicole Stein und Lennart. Und gerade geht's um das Salat. Thema Absinth. Habt ihr schon mal getrunken? Habt ihr schon mal Schmand? Habt ihr schon mal geraucht? Schmand. Alles drei. Weiter die Frage, Lennart, weil Nicole hat schon mal geraucht. Ups. Ich. Ups. Kann ja mal passieren. Ich rauche nicht. Ja, genau! Genau, Stein! Genau! Ihr habt keine Beweise, das ist nur das Feuerzeug. Ja, nur das Feuerzeug ist so laut. Stein, ich hab hier den Gebäude in Pimmel gebaut. Siehst du meinen großen? Guck mal, siehst du meinen großen? Ja, ich seh den nicht, weil der so klein hinter ist. Hinter dir! Die Schnauze. Guck mal! Nein! Boah! Meinst du den Magierturm? Nein, der war schon vorher da. Ja, so lange ist er auch nicht, das hier heilig. Ist da eine Wolke oben in der Luft? Ja. Achso, das. Nein, Nicole, was hat Nicole gemacht? Tatsächlich sieht das architektonisch ganz schön geil aus. Danke! Also, das sieht wirklich so gut aus. Das ist eine Peniskanone, oder? Ja! Das sieht dann wirklich so aus! Warte, bleib dort stehen, geh mal dorthin. Immer dorthin, dass du auf die Seite drauf schauen kannst. Mhm. Jetzt mal hoffen, dass ich irgendwas von dieser Art habe. Siehst du mich? Ja. Durchs Fenster. Hör ich's raus. Was zum? Jetzt immer noch? Nein. Jetzt ja. Nein. Das ist so tief für mich. Das ist durch dein Eier gefallen. Das ist ja der Kuppe rum. Hauptsache, muss es selber er fragt, sehen. Siehst du mich? Und er ist hinter der Glasscheibe. Ich will mir kurz was zu essen oder zu trinken. Ich schub sie mal ins Wasser. Lennart, nimm mal ein paar Schlücke. Das macht alles gut. Lennart ist gerade nicht da. Oh, scheiße. Er trinkt doch gleich, oder? Wir bin in Wasser ist ja. Ha! Ich brauche ein Taschentuch. Ach, da ist eins. Nice. Das ist ziemlich viel Arbeit, hier alles voll mit Lava zu machen. Und ich der American Dressing gefällt mir besser als der deutsche Joghurt-Dressing. Mir auch, total. Also was war das für ein Geräusch? Was war das für ein Geräusch? Ich hab Dressing aus der Dose gedrückt. Ja, genau. Dein Ernsthaft? Ich ja, glaub ich dir auch. Das war trotzdem ein komisches Geräusch. Zum Glück bin ich richtig gut in Geräusche imitieren. Boah, ich hoffe, ich falle da niemals rein. Nein, nicht in Dressing. Das, was ich hier bei Lerz Tour mit Lava voll mache. Soll ich dich reinschubsen? Bitte nicht. Wäre nicht gut. Ich bin unterwegs. Ich weiß ja gar nicht, wo es ist. Lerz Turm ist quasi ziemlich übersehbar. Ich finde den nie. Findest du ihn nie? Ne, ich finde den nie. Der ist voll klein. Fuck. Ich glaube, Lennart muss was kompensieren. Haben wir verlaufen. Bitte da. Hallo. Hi. Oh, endlich, ey. Ich war alleine mit irgendeiner, die Dressing über den Salat kriegt und dann komische Geräusche dabei macht. Dein Vetter schwabbelt wieder in der Kamera. Was ist? Neros Fettarsch wabbelt wieder in der Kamera. Ja. Auf jeden Fall. Ich weiß, warum Lennart auf Kasse. Er hat sich Cola genommen, oder? Nein, Analsex. Oh, das könnte auch sein. Zum Mixen von seinem Wodka. Okay, ich hab das irgendwie falsch gebaut, glaube ich. Julian? Ja. Was hältst du über Sex?
Was soll ich davon halten? Die Antwort wäre jetzt, hatte ich noch nicht. Ja, ich würde sagen, die Antwort wäre, hatte ich noch nicht, werde ich nie haben. Was soll ich davon halten? Ich kann doch nicht viel davon halten. Ja. Hey, du schaust doch jeden Tag Pornos, wenn du andere Videos schaust. Natürlich, klar. 24/7 quasi, auch gerade jetzt auf dem linken Bildschirm. Ja! Natürlich! Cool, lass mal machen! Wie, lass mal machen! Ich hab mit einer Freundin mal aus Versehen Hentai angeschaut. Oh, das hab ich auch schon. Mit Julian. Möglicherweise. Ja. Okay, ich hab übrigens ein Video für euch. Und Kotori. Lass uns dann zusammen anschauen. Nee, aber auch als alleine. Was? Ah ja, stimmt. Doch, hast recht. Ja, so ein Hinderer. Hören, wann willst du mir beim Hafen helfen? Hafen helfen? Beim Hafen helfen. Keine Ahnung. Wo Hafenarbeit. Wenn ich hier vielleicht fertig bin oder so? Wo ich keine Ahnung, wie lange es dauert? Ich hab Louis. Hey Nero, wie findest du das hier so als Ankette, was ich da gebaut habe? Wo baust du überhaupt? Da kannst du so ein Schiff anhängen oben, die Spitze, damit der nicht umfällt. Hä? Hey, wovon? Was zum... Moment. Hättest auch einfach so fragen können, Stein. Ja. Vielleicht. Mal gucken, je nachdem, wie weit du kommst. Nein, weil der Hafen, der soll schon groß werden. Glaube ich dir. Und dafür wird eine große Fläche jetzt in Anspruch. Nicole, helf mir mal den scheiß Berg hier zu ebnen. An die Fläche. Okay. Hoffen, helf mir. Okay. Was macht Nicole eigentlich gerade? Also jetzt gerade helfen wahrscheinlich, aber ansonsten. So. Davor habe ich was gebaut. Aber nichts Sinnvolles, gehe ich jetzt gerade mal von aus. Doch, sinnvoll, sieht hübsch aus. Glaubst du mir etwa nicht? Nee. Jetzt kurz Nether, wo Lava, und dann komme ich mal vorbei und guck mal, was da jetzt steht. Okay. Okay. Nee, ich bin doch nicht fertig, Stein. Ich würde noch ein paar Dinger brauchen. Also. Ich brauche auch noch ein paar Arbeitsplätze. Das glaube ich dir. Ich glaube, denselben Salat habe ich heute auf der Arbeit gegessen. Nur mit Arbeit gegessen. Sehe ich genauso. Boah, ich hoffe echt, dass ich. Ich habe aber keine Schaufel. Buddeln kannst du sehen. Dieses Video wird unterstützt durch eine Produktplatzierung. Habt ihr schon PewDiePie's Cyber Simulator? Gespielt? Ja, gespielt? Ja, habe ich schon gespielt. Nein. Alles. Auf meinem nicht existenten Handy. Das Spiel ist richtig cool. Das klingt wie so ein Kinderspielsack aus von 2001 cool. Oder so. Das war, ja, ist übrigens wichtig. Das hört sich mehr nach Pokémon. Nein, Kinderspiel. Ja, so hat sich ungefähr Pokémon angehört, Julian. Also das ist die Gameboy-Spiele. Ich weiß, wie sich Pokémon angehört hat. Wirklich? Natürlich! Ich hab Let's Plays dazu gesehen. Ja, wow! Ja. Hab ich selber gespielt oder wie? Nö. Jetzt weißt du doch schon. Oha! Ja, ich weiß. Julia. Ja, was denn? Wer macht sowas? Ich spiel kein Pokémon, Alter. Ich hab viel Mario gespielt, aber Pokémon nie, nee. Oh Mann, Julia, du bist voll der Trendabhacker. Du bist voll der Hater. Ich bin auch voll der Hater. Lass mich nach YouTube haten. Warum? Alle mal bitte Hashtag YouTube Hate. Was? Macht es irgendeinen Sinn, was du gerade eben vor dir gegeben hast? Nein. Okay. Julians Kommentare bestehen meistens aus, ey, dein Kanal ist echt cool, Link. Ja. Ey, der Kanal ist echt cool, abonnier mich mal. Oder schau mal mit mir vorbei. Ohne Spaß. Ich hab letztens, da habe ich mal eine Woche nicht in meine Spam-Ordner geguckt bei YouTube. 200 Kommentare mit, schau mal bei mir vorbei. Nee, das war gar nicht 200, das war glaube ich 50. 50 war es. Ich hab jetzt mich verbessert, das waren aber 50 auf jeden Fall. Vor allem einer hat die ganze Zeit, weißt du, am Anfang hat der Typ doch so, ey, voll cool ist der eigentlich, weißt du, der hat die ganze Zeit nur so geschrieben, coole Videos und so weiter, hat aber nie irgendwie geschrieben, ja, schau mal bei mir vorbei oder so. Und dann, irgendwann, jeden Tag mindestens ein bis zwei Kommentare, schau mal bei mir vorbei, schau mal bei mir vorbei, schau mal bei mir vorbei.
Meine Hände sind eingefroren. Ich bin zurück. Dann steckst du dir in die Hose. Nimm dir mal einen Shader, ich glaube da. Vergessen, welcher mein richtiger Shader war. Knusper, 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 Mäulchen, wir knurren an meinem Häuschen. Das war nicht der richtige Shader. Knusper, das war der richtige Shader. Meinst du, Nicole? Ich bin der Wo ist jetzt eigentlich das, was Nicole gebaut hat? Lass sie mal selbst suchen, mal gucken, ob er es findet. Ja, erstmal, was groß zum... und in der Nähe vom Hafen. Was soll das? Das, was Nicole gebaut hat. Oh. Das... Komm mal hier runter und schau es von hier an. Das sieht. Ist das eine Antenne fürs Haus oder soll das etwas was? Mein Penis. Hey, das sieht überhaupt. Was? Das ist Julian, du kannst es wenigstens 5 Minuten. Wenn ein Fisch, ein Schiff hier anhält, kann es da oben seine Leiste reinfahren. Dann hast hängt du irgendwie das eine so richtig. Ach so, das ist so ein Güterkran. Bums. Ja, ich weiß auch, was Güter heißt. Ja, ja, ist ein Güterkran. Ist auch hübsch, ne? Sieht aus wie ein Güterkran. Lass mich gerade. Ich gucke auf mein Bildschirm, ich sehe Julia nur ganz nah meinem Gesicht. Oh Gott. Was denn? Ja, ihr Freund tut mir leid. Oh, oh shit. Braucht er eigentlich nicht. Er kriegt den geilsten Sex ever. Sorry, was? Wir sind 13-Jährige. Wo? Sagt ein Mädchen, das vor kurzem erst den Jungfern wurde. Hä? Nee. Was? Das ist schon etwas her, ja, fast. 2 Wochen. Monate? Fast. Boah, fast 3 Monate. Oh, okay, ich bin leise. Ja, du 12-Jährige. Ja, er ist auf jeden Fall 12 Jahre. Alt. Nee, mit 12. Nein. Alter, es glüht das. Nicht mit 12. 2 Jahre später. Aber mein Alter sag ich nicht. 2 Jahre später, nicht nur 2 Jahre später, aber mein Alter mag ich nicht. Ja, das sag ich aber nicht, weil genau ich das war. 4 Jahre später gesagt. Nein, du hast 2 Jahre später jetzt gesagt. Okay, ach so, er ist jetzt 15. Ich bin jetzt 16. Was? Halt die Schnauze, Nicole. Halt die Schnauze. Du noch fast Jungfer. Lennart, wo wohnst du? Bei dir. Neuss. In Hessen. Neuss. Ist ja Neuss. Fährt da Dortmund lang? Dortmund kommt halt Dortmund? Nein, tut's nicht. Die ganze Stadt, die sich bewegt. Julian, weißt du, aber vergiss nicht den Landkreis, das ist ein DLC. Was? Julian. Ja? Nächste Woche habe ich meine NRW-Ticket. Nice. Da kann ich in ganz NRW kostenlos überall mit allem fahren. Außer nice. Taxis. Außer Taxis. Mit Nutten darfst du auch. Ein bisschen wie eine Werbung. Dann komm jetzt zur Jägermeisterparty. Wann ist die und wo ist die? Die ist in Neuss. In Neuss am Gewitter? Freitag Neuss? Nächste Woche. Ja. Oh, ich Eintritt 3,50 und ein Bier kostet 1 Euro. Alter, das ist Premium. Und Happy Hour von 21 bis 22 Uhr 2 Bier für 1 Euro. Alter, ist das Premium. Also, außer es sind so 0,2 Schottgläschen. Aber wie groß ist das Bier dort? Weiß ich nicht. So ein Mini-Bier. Wahrscheinlich so ein Shotglas. Wie viel Bier willst oder du? Oder so ein Mini-Kürbis voll. 30 Bier. 30 Bier hat insgesamt. Boah, Nicole, hast du schon mal Wodka geschnieft? Vielleicht. Habt ihr das erzählt? Was? Wer? Also Lennart, das musst du uns jetzt erzählen, ne? Ja, wovon hast du denn das erzählt? Was denn sowas soll ich denn erzählen? Ja, das gesneeft. Was weiß ich? Auch mal Wodka gesneeft. Was soll ich ja, denn? Ja, sogar 2-3 Mal. Lennart, woher soll ich denn wissen, was ihr bei euren Partys da macht? Was nützt, was macht das eigentlich? Ja, dann ist die Nase so betäubt. Echt? Atme ich dann, weil ich habe immer so eine betäubte Nase. Atme ich dann, sonst atme ich nicht. Echt blöd, oder? Alter, ich bin da. Lennart, das ist meine Tarnung, ja, ich bin Ärztin. Wenn ich schlau tue, du bist wissen, dass ich überall so offen bin. Nicole. Dann will ich. Das ist mein Beruf.
Das ist Krankenpflegerin vielleicht, aber keine Ärzte. Machst du immer so Stories, wo du so Krankenschwester bist? Oh, davon habe ich noch laufen Videos auf dem Handy. Gestern haben wir Leute, wenn es euch gefallen hat, lasst es einen Daumen. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Tschüss.